Gut, damit guten Morgen willkommen. Satz auf allen vier. Wird bestimmt toll. Neues Spiel. Hat mir nicht gesagt, wann ich starten soll. Nein, ich werde nicht Expert AI. Ich kann dieses Spiel nicht mal. Bin ich noch schlechter als EU4 und das wird einiges heißen. Nehmen wir mal das hier einfach so. Deutsches Reich. Armen. Mit oder ohne historische Schwerpunkte? Ich würde fast sagen, ich lasse sie aus. Was sagt Peter dazu? Gar nichts. Peter ist ja nicht da. Scheiße. Ich würde Spielregeln. Wird alles faschistisch? Nee. Er schreibt nichts, also lasse ich sie einfach mal aus. Mach historisch. Na gut. Löschen wir jetzt bei den alten Scheiß hier. Ja. So, kurze Runde. Wegen den historischen Allianzen. Will ich die denn haben? Will ich die denn haben? So, auch noch läuft alles, sieht auch alles gut aus. Gut. Ich kann das Spiel fast schon ein bisschen. Ich habe eine zweistellige Spielstundenzahl. Es wird auf jeden Fall. Was es wird, weiß ich noch nicht. Machen wir erstmal die ganzen nervigen Meldungen weg. Will ich die kündigen? Was haben die wieder gebracht? Moment. Italien, Ungarn und so weiter. Ja, will ich denn, dass sich Italien und Ungarn verbünden? Was habe ich denn davon? Was hab denn ich davon? Gut. Braucht im Besitz. Bauen wir erst ein paar noch Zivilfabriken. Teilen wir mal so ein bisschen. Kommen vereint was? So jetzt wieder so. Militärfabriken. Den ganzen alten Scheiß werfen erstmal raus. Kommt weg damit. Braucht kein Mensch. Will ich Panzerschiffe bauen? Sind bald fertig, ne? Konvois habe ich erstmal genug. Ja, hier. Es wird schon auch früh genug geteilt, wenn ich untergehe. Bauen wir einfach U-Boote, passt schon. Werden eh nicht so viel sehen. Na komm, schmeiß die ganze Scheiße mal weg. Meine Seelandungen sind sowieso nie von Erfolg gekrönt gewesen. Müsste ich irgendwann auch mal üben, aber Details. Ich tue einfach so, als wüsste ich, was ich tue. Was brauche ich denn auf jeden Fall mehr? Wir haben mehr Panzer, ist ganz klar. Brauche ich motorisiert? Ja. Dann habe ich doch hier irgendwas schon. Ach, den baue ich schon. So ein bisschen davon, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier genau tue. Aber gut, dass ich auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spiele. Das ist genau mein Niveau. Und dann noch mehr Panzer. Bauen wir ganz viele Panzer hier. So, Divisionen zuteilen. Haben wir denn da jemanden da? So. Das müsste alles so Standard-Infanterie-Division sein. Ich glaube ja.
Die schmeißt du gleich mal raus und Kavallerie, ja komm. Tschüss. Birks, brauche ich die? Na, tschüss. So. Ich tue einfach mal so, als wüsste ich, was ich tue. Und hoffe einfach, dass keiner die Ahnung von dem Spiel hat, zuschaut. Peter hat ja keine Ahnung. Sein Nosspatch steht Polen gerne mal vor 1939. ich hoffe doch nicht, dass Polen 1939 noch existiert. Also. So, hier, komm, greifen wir mal. Einem völlig unbrillanten Zangenmanöver kreisen wir einfach Polen ein und passt schon. Geht dann mal hier üben und so, ne? Gut, ausbilden. Habe ich Mann? Ich habe Mann, ne? Gut, Panzer habe ich nicht so viele noch. Oh Mann, nicht so viel. Widerstand gegen Hitler darf ich nicht leisten. Peter hat gemeint, dass Hitler der einzig wahre Führer ist. Vierjahresplan? Vierjahresplan, komm. Bei Pakt mit der Sowjetunion? Ich könnte natürlich Allianz mit der Sowjetunion machen. Das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich. Machen wir erstmal Vierjahresplan, ne? Hi, Chaos Danny. Entscheidung verfügbar. Machen wir mal weg. Ich habe momentan gar keine Punkte. Ich bekomme ja auch weniger Punkte. Ja? Oder Elite-Schwierigkeit minus 15%. Warum hab ich mir gedacht, Elite, das ist es? Kaufen wir erstmal Gummi ein. Immer noch die Spielgeschwindigkeit auf Maximum. Habe ich dann erstmal alles? Ich glaube, ich habe dann erstmal alles. Warten wir mal einen Tag ab, sieht doch gut aus. Ach, wird sehr gut. Ach, Moment, ich habe die Luftwaffe vergessen. Ja. Lup. Fassen wir die erstmal zusammen. Was habe ich denn überhaupt? Küstenflieger. Tschüss. Was ist denn meine. Einfach eine große Flotte. Ich habe sowieso. Ja, so. Sind doch recht viele Schiffe. Gut. Machen wir mal 200. Und dann machen wir da mal noch 200. Machen wir mal so gruppentechnisch was hier. Wie viel habe ich denn überhaupt von diesen Bombern? Gute Frage, nächste Frage. So, machen wir mal schöne 200er Stacks. Überhaupt genug Treibstoff, um mir das erlauben zu können. Du kannst auch weg. Eine 20. Also das ist ein Jäger, keine Bomber. Zwischenkriegsbomber habe ich so. Warum habe ich so viele Zwischenkriegsbomber? Und so wenig Jäger. Gute Nacht. Wieso kommen hier Leute rein und sagen Hallo und gehen gleich wieder? Ich habe das Land und erste Wege gewählt, bei den Einzelnen bist du frei. Ja, das hätte ich mir von dir eh nicht sagen lassen sollen. Und ich habe nicht genug Treibstoff für diese Übungen. Warum braucht die Luft? Habe ich überhaupt Musik? Ich höre keinen Sound. Habe ich Musik? Moment. Nee. Ich habe keine Musik. Warum habe ich keine Musik? Spieloption, Sound. Ah! Das erklärt einiges.
Ja, ich glaube, die Sound ist so ganz. Die Sound ist so, glaube ich, ganz gut. So. Wenn es zu leise oder zu laut ist, sag doch mal Bescheid. So. Oh Gott, man bekommt so wenig Punkte. Jetzt habe ich nicht einfach auf leicht gespielt. Ich glaube, das Lufttraining muss ich gleich wieder abbrechen. Oder ich muss mehr Öl auftreiben hier. Ich weiß, dass ein Bündnis für die Sowjetunion stark ist. So viel weiß ich auch schon. Wobei die Sowjetunion auch gar nicht so groß ist. Die mögen mich, glaube ich, nicht sonderlich. Ich habe es einmal geschafft, die niederzuringen. Das war meine größte Leistung. Aber vielleicht ist es eine Schwierigkeitsstufe. Ah. Ich frage mich ja, wer das da ist. Der Jahresplan. Ja, yeah, wieder bewaffnet und so. Großraumwirtschaft. Autarkie. Wie viele Truppen hat Polen überhaupt auf. Macht das auf Schwierigkeitsstufe irgendeine Auswirkung, wie viele Truppen die KI hat? Da schon ist die wieder Bundeswehr nicht. Du meinst die Wehrmacht, wie in echt. Die Wehrmacht hat auch keinen Treibstoff, kein Öl. Deswegen war es immer problematisch, wenn die gesamte Flotte auslaufen sollte. Ja, ich habe noch 2 Monate Öl, passt schon. Moment, ich könnte ja. Nee, kann ich nicht mal. Das alles 150 kostet. Dann würde das dauern. Das brauche ich dafür 50 Punkte in 250 Tage. Uff. Ach, Scheiße. Ach, Elite-Schwierigkeit. Ja. Flottenabkommen und so weiter. Ich habe nicht mal eine richtige Flotte. Befehle? Habe ich noch jemanden, der. Nee, die können alle nur Panzer. So können denn die alle nur Panzer? Das ist total unrealistisch. Toll, und Kavallerie, ja geil. Ah, geil. Was soll ich denn mit Kavallerie? Was soll ich denn mit Kavallerie, Leute? Befehle! Ja. Mal behandeln schon, ob man eine günstige Öl bietet. Angetreten. Da gibt es ja preisliche Unterschiede. Die USA sind auch Freunde hier, komm. Reicht das oder? Ja, jetzt verlangsamt die Scheiße nur. Äthiopien hat kapituliert. Toll. Der einzige Kriegserfolg von Italien, den sie haben werden. Ja. Zu dem Öl wird nichts, es sei denn, ich möchte meine gesamten Fabriken dafür opfern. Aber die sollen ja auch was bauen. Schwierig. Autarkie. Forschungsbonus, Baubonus nehme ich doch gerne. Das war so eine Zivilfabrik. Nein, nein. Kohleverflüssigung hier.
So, jetzt weiß ich nicht, hat die KI mehr Truppen auf höheren Schwierigkeitsstufen oder wie läuft das hier? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, es waren nur die Produktionsraten. Kündige mir die Scheiße. So. Macht so mal 15%. Wäre vielleicht ganz geil. So, niemand hat die Absicht, Polen zu überfallen. Hallo? Also, weil die noch trainiert, deswegen. Jetzt müsste das Öl. Es hält. Oh Gott. Ich habe noch nicht genug Öl, ja, geil. Bitte was? Brauche ich das? Lass mal von dem Scheiß bringen. Okay, ist vor dem Endgame. Ich glaube, bis zum Endgame komme ich nicht. Verteilt oder konzentriert ist jetzt wieder die Frage. Kann ich mich nie entscheiden. So, wir brauchen noch. Ich muss trotzdem Öl kaufen. Na, vielleicht reicht ja die eine synthetische Raffinerie. Ich glaube es zwar nicht, aber man darf ja noch träumen. Man darf ja noch träumen. Sie reicht natürlich nicht. Ah, wie überraschend. Gut, kaufen wir doch Öl. Reicht das? Das reicht. Ja, trainiert auch mal. Spieler hier, ja. Hab nicht mehr genug Waffen. Schweige den Panzer, Junge. Lieber das nicht so früh. Oh Moment, das sind noch Flieger. Ja geil, wir haben minus 40. Könnt ihr mal hier drüben irgendwas auffüllen?
Das ist noch 36. Panzerabwehr. Wartungskompanie bräuchte ich noch. Fallschirmspringer wäre natürlich auch nicht verkehrt. Hm. 517 Tage, Alter. Es dauert auch schwer, ja, alles ewig. Das dauert ja alles ewig. Oh, ich muss mal was. Befördern. Hm, 100 Tage lang. Auch 100 Tage, ja komm. Erstmal Leute befördern. Das ist immer gut. Oh, mein Forschungsteam, ey, brauchst du jetzt. Ich brauch's dir da dringend. So. Erstmal für den Krieg rüsten. Reich aufbauen können wir später. Ich krieg keine Garantie, ne? Nein, Gott. Man könnte das jetzt theoretisch abbrechen beim anderen Staaten so mehr bekommen, aber. Die Pro-Tricks lasse ich mal. Peter soll ja keine Minderwertigkeitskomplexe bekommen.